Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt werden wir die Garage verlassen und hoffen, dass die Need for Speed Server heute aktiv bleiben beim Gameplay. Denn beim letzten Mal hatten wir so eine ganz kleine Fruststelle, die uns so ein bisschen Frust. Mir persönlich, euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber mir hat das Spiel so ein ganz klein bisschen ein Frustgefühl verpasst, indem es einfach mitten in einem Koprennen, welches mein erstes war, was ich versucht habe auf 2 Minuten zu ziehen, mittendrin einfach mal die Server wegfahren. Hey Bro, Robin lobt dich in höchsten Tönen. ich bin noch eine geile Sau. Also los, lass die Driftmagie raus. Komm vorbei, wenn du kannst. Bis später, Mann. Ich lasse die Driftmagie nur bei Robin raus, ja. So einfach ist das. Robin Crew, Gewinner Sprint. Ah, da war ich auch beim letzten Mal so sickig, ne? Unterbiete die Zielzeit mit Amy. Was wollte der Manu jetzt noch wieder? Irgendwas hier, Drifty, Drifty. Wer rastet? Oh, leicht! Hey, yeah, Babe! Na, dann bist du mein Mann, ey. Leichte Gameplays, das ist genau das, was ich haben möchte. So, wo sind wir denn hier? Ist das eigentlich eine Karte? Ja, Hey Robin. du, hier ist Robin. Ja, habe ich Ein paar gesehen. Leute treffen sich in Burnwood. Ich schaff's nicht, aber du solltest mal hinfahren und dir das ansehen. Ja. Ich melde mich nachher bei dir. Die Bis fucking später. Locals, die dann im letzten Moment an mir vorbeiziehen. Und du mich dann anrufst und sagst, naja, schlappe Was geht Sau. ab? Seid ihr am Start? Hashtag Underground Drift Riot. Oh! Hashtag Underground irgendwas. Hashtag Underground! Hast du das gesehen? Wow, ich kannte diese Route gar nicht. Oh ja, werde ich gleich ausprobieren. Spike, ich weiß nicht, was du willst. Hau ab, Tommy. Muss ich Erster werden oder Punkte sammeln? Habt ihr irgendwas mitgekriegt? Ich habe wie üblich gar nichts mitgekriegt. Ja, schreibt jetzt ruhig. Lest doch mal, was das Spiel dir sagt. Das liebe ich immer besonders, wenn Zuschauer das machen. Oder so Aussagen wie: Der stand doch da. Das hättest du doch sehen müssen. Ich sollte nicht so viel reden. Das fährt sich definitiv besser, wenn ich weniger rede. Scheiße, ich dachte, das war leicht. Scheiße, könnte man da auch kurzerhand sagen, ey. Aber Leute, lass mich mal irgendwo dran vorbei. Ja, ist klar, da kommt natürlich sofort einer von hinten, nutzt das aus. Oh Mann, ey, wie ich hasse, wenn es nicht gut läuft. Da habe ich für Zerstörung ein paar Punkte mitgenommen. Irgendwie nicht richtig aus dem Quark. Ich meine, okay, ich rempel die ganze Zeit. Wow! Wow! Bin auf 2 Reifen gefahren. Unbelievable. Ach, das war scheiße. Da bin ich wirklich. Da wollte ich gar nicht. Da bin ich auf die Handbremse gekommen. Ich wollte Drift drücken und bin dann irgendwie. Fucking. Ich wollte Dinges drücken. Nitro. Ja, das war besser. Ist nicht mehr so weit, könnte ich sogar schaffen. Wuhu!
Hey, jetzt sag mir nicht, da war das Ziel noch nicht. Doch, war das Ziel doch, oder? Aber man hätte vielleicht noch Punkte kriegen können, indem man da so weiter driftet. Aber ich habe ja eigentlich einen ganz schönen Sonnennamen. Ah, Gott, erledigt. Ein Glück her. Oh, was ist das denn? Erfolgreich, wo bin ich hier? Was ist los, Manu? Was du da raushaust. Und ich? Ich fahr hier nur Mist zusammen. Mach weiter so, Bro. Warte nicht auf mich, Niete. Oh Gott, die Rollsusen-Show jetzt da, oder was? Das kann ich mir aber nicht geben, ey. So, ich wollte ja wirklich gerne mal einmal mit euch, für euch, so ein Cop-Crash-Rennen machen. Ich weiß aber nicht, wo ich eins finde. Wow, wow! Kam die vorbei gehämmert. So, was haben wir denn noch so? Spike, Robin, Amy, Outlaw. Wir gehen mal zu Amys Show, würde ich sagen. Wir haben lange keine Zwischensequenz mehr gesehen. Was soll das? Das macht mich so ein bisschen madig, motzig. Ja, also ich möchte schon so öfter mal meine Freunde sehen und so. Nicht immer nur hier Rennen fahren. Dann könnte ich auch Forza spielen, wenn ich nur Rennen fahren wollte. Ich will hier ein bisschen so privat mit meinen Bros abhängen. Tunnelsprung. Unterbiete die Zielzeit mit Amy. Hey, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Traktion? Alter, ich bin der Typ mit dem Driftkarre. Ich glaub's nicht, ey. Bisschen viel Gegenverkehr? Bisschen viel Verkehr hier gerade, habe ich so gedacht. Dauerdrifty, Baby! Dauerzerstörung, ich komme gar nicht mehr auf die Straße zurück. Wow, ey, ihr ruft mich da alle an. Also, was meinst du, Ross? Weiß nicht. Es gibt so viele neue Gesichter in der Stadt. Schwer zu sagen. Zudem fahren diese Outlaws unscheinbare Autos. Die meisten habe ich nur auf der Straße gesehen, wenn die Cops hinter ihnen her sind. Hey, Spikey, was gibt's? Hey, hör zu. Ich hoffe, ich kann was aufziehen, wie damals. Ihr wisst schon, Treffen in den Hügeln. Vielleicht, ich weiß nicht. Ohne mich, Kumpel. Hab noch was laufen. Ich fahr zurück zum Bunker. Muss mich noch um was kümmern. Genau. Sorry, Spike. Hab noch was vor. Hey, was soll's? Ist okay. Wir sehen uns. Bin auch. Komm, lassen die Arme all den armen Spike hängen. Manu, fährt zum Bunker. Das kann nur einen Grund haben. Genau. Wir treffen uns dann da, Mann. Pronto. Oh ja, der Bunker. Manus Versteck. Dieser verlassene unterirdische Laden. Ziemlich abgeräumt, aber ganz spaßig. Wird euch gefallen. Peace. Peace and out. Warum muss ich dem eigentlich noch beim Labern zuhören, wenn ich hier schon ein hartes Rennen fahre? Da habe ich ein bisschen Glück, dass der Verkehr Amy gestoppt hat. Ich weiß gar nicht, muss ich vor Amy ankommen, um zu gewinnen? Oder muss ich einfach nur mit Amy gemeinsam eine gute Zeit? Ach, scheiße! Warum versuche ich immer zu früh zu driften, ey? Die Kurven sind hier recht lang und überhaupt nicht so auf so enge Drifts ausgelegt. Ah ja, komm, nimm jede Leitplanke mit. Wird Zeit, dass ich den Elite-Controller endlich mal auspacke, ey. Der liegt immer noch eingepackt im Karton. Neben mir. Mit dem Elite-Controller wäre das nicht passiert. Da hätte ich jetzt jede Rundenzeit geschlagen. Wäre ich schon längst vor Robin im Ziel. Vor Amy im Ziel. Die Weiber, man kann sie auch mal verwechseln, oder? Sexismus in Videospielen wird bei Sirius noch großgeschrieben. Wow! Ja.
Ah, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Okay, ich habe total Bock auf ein neues Rennen. Komm, fahren wir. War das jetzt gut oder war das jetzt scheiße? Das war so lala, ne? Und wieso hat sie schon vorher angerufen, bevor das Rennen überhaupt beendet war? Ist das jetzt geschafft oder nicht geschafft? Erfolgreich. Mission erfüllt, okay. Triff Manu im Bunker. Das machen wir, denn wer weiß, was im Bunker los ist. Teleport. Okay, wenn man natürlich immer teleport, kann man natürlich diese anderen Zwischenrennen. Ich spiele ja im Moment die ganze Zeit Missionsrennen und vielleicht habt ihr es gesehen, dass auf der Karte auch die ganze Zeit so andere Rennen eingeblendet sind, die ich ja im Moment alle links liegen lasse, weil das sind meistens schwere Rennen und so Geschichten. Neue Teile am Lager, das gucken wir uns später auch an. Jetzt betreten wir erstmal die Location. Alter, sieh dir das an. Du hast viel zu lernen, junger Grashüpfer. Wie hast du mich bemerkt, Mann? Ich dachte, du meditierst. Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spiky. Und nicht total abzudriften. Du machst das bestimmt auf dem Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt? Okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Du kennst doch Ken Block, oder? Ach, schon wieder Ken Block, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Yeah, komm. Fester Handgriff, Mann. Pussy. Sind jetzt alle so ein bisschen arg gemein zu Spike, ne? Und sind wir mal ehrlich, ohne Spike wären wir nicht mit hier dabei. Erfolg ohne Stützräder. Na, pass auf, jetzt da, Hilfe von Amy. Du hast mit Amys Pässe Erfolg freigeben. Was soll das? Als Hintergrund festlegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Ah, guck mal hier, meine Erfolge. 8 von 30. 100 von 1000. Ja, okay. Sehr schön. Keine Ahnung. Ich war ehrlich gesagt noch nie so ein Gamerscore-Sammler. Also auch wenn ich 30.000, 35.000 habe, das ist damals mal so von alleine gekommen. Das ist aber jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagen würde, boah, Alter, Schwede, hast du Punkte. So, was haben wir denn hier noch? Ein Robin-Rennen, das Spike-Rennen ist noch auf, das eine. Wo ist denn das Amy-Rennen? Sehen die Nachrichten nach. Wie geht das nochmal? Wie sieht man nochmal die Nachrichten nach? Ah, hier. Nachrichten. Hey, ich mach nur Witze. Was? Hey, ich mach nur Witze, sonst nichts. Tja, aber keiner lacht, Manu. Verstehe. Wie gesagt, tut mir leid. Passiert nicht nochmal. Cool? Okay. Hey, Nubi. Nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Halt den Mund. Hast du nichts zu tun? Ja, klar. Ich sehe euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Okay, Garage ist immer gut. Nee, Quatsch, Route. Alter, Teleport. Warum man nicht direkt Teleport immer macht, ne? Ich will doch nicht rumfahren. Ist ja der bekloppt? Wofür sollte man rumfahren in dem Spiel?
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so viel zu erzählen bei Need for Speed, weil ich ja im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung von dem Spiel habe. Deshalb weiß ich auch immer noch nicht, warum guckt ihr das immer noch? Drücke den rechten Bumper, um deine Garage und andere besonders... Nee, Manu, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, ey. Ich bin jetzt hier bei, bei Amy. Kannst du ihn anders mal anrufen, wenn ich Zeit habe. Gucken, wie viel Kohle ich habe, ob ich den Wagen ein bisschen aufrüsten kann. Wir müssen jetzt eigentlich Teile freigeschaltet haben. Ach du, hey. Du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier, nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase 2, okay? Hier, unser Nakai-san. Er war ein Street-Racer, wie wir alle. Und jetzt reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinnstyp. Hör lieber weiter deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich habe gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. wirklich spitze. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mann? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Pla. Wir sehen uns dann, okay? Peace. Peace and out. Naja, war jetzt nicht so eine dolle Zwischensequenz, muss ich gestehen. War so ein bisschen low und lahm. Ja, Manu. Yo, Mann, muss raus aus der Stadt. Cops sind aus irgendeinem Grund hinter mir her. Hey, seid ihr da? Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich wohl nach El Rey rauffahre. Bisschen driften oder so. Hm, hört sich gut an. Machst du mit? Ja, warum nicht? Brauch eine Pause. Wann fährst du hin? Bald. Okay, lass mich noch einiges hier regeln. Cool, wir sehen uns dann. Ja, bis dann. Okay, pass auf, den Kopf sitzt irgendwas quer. Du solltest auch nach El Rey kommen. Da oben können wir ungestört driften. Alles klar, bis später. Okay, auf nach El Rey oder was? Sirius auf dem Nummernschild hatte mir auch neulich irgendwie bei Folge, weiß ich nicht, 8 oder 9 oder so einen Zuschauer drunter geschrieben. Recht herzlichen Dank dafür. Jetzt haben wir endlich Sirius auf dem Nummernschild stehen. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich überlege immer noch, ob ich eine andere Farbe haben will. Was denn mal mit einem gelben Auto? So mit so einem richtig bösen Knatsch, quietschgelb. Oder sollen wir einfach rot lassen? So. Jetzt muss ich wieder so rumgucken. Hier haben wir S. Hier haben wir eine neue Ansaugbrücke. Was machen die? Bisschen. Ja. Gib uns. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Was für ein Level haben wir? 23 haben wir. Ich habe gedacht, wir könnten mal mehr Teile. Ah ja, hier. 10 PS. 10 PS sagen wir nichts, oder? Nehmen wir mit 10 PS. Steuergerät. Können wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Mann, ich spiele doch schon immer Amys Mission, Mensch. Bin ich schon einmal rum? Ich glaube schon einmal rum, oder? Ja. Okay, wir haben ein bisschen die PS-Zahl erhöht. Was sagt unsere Kohle? 63.000. Wir nähern uns auch wirklich so langsam. Aber was ist denn Teile-Eingang? Ja, Amy. Hey, ich bin's, Ames. Ja. Hier kommen ein paar Leute zusammen, die bald einiges starten wollen. Noch ist Zeit, um herzukommen. Aber nicht zu viel. Naja, wir sehen uns. Okay. So, was machen wir jetzt? Ah ja, 19 Minuten. Da machen wir jetzt eigentlich Feierabend, würde ich sagen. Denn ich finde so 20 Minuten schlechtes Gameplay viel mehr. Verkraftet der Durchschnittszuschauer so oder so nicht. Vielleicht geht es euch einfach besser, wenn es nur 19 Minuten 50 sind. Das weiß ich jetzt nicht. Wir werfen auf jeden Fall eben einen Blick auf die Karte. Wum, wum, wum. Und wahrscheinlich ruft jetzt wieder einer an. Kartenupdate, 2 Kartenupdates. Bezwinge den Versuch mit Amy und Manu. Ein Doppeldeal. Gewinne das Sprintrennen gegen die Locals. Unterbiete Magnus. Tja, das weiß ich noch nicht. Ich glaube generell sollten wir mal hier
Das ist so schon relativ lange offen, dass wir das noch fahren. Und das wäre natürlich auch. Fahre entlang der Route und drifte mit hohem Tempo und extremem Winkel. Um viele davon. Bla 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 bla. Das werden wir im nächsten Video machen, meine Freunde. Und zwar lasse ich uns da schon mal hin teleportieren und dann sehen wir uns dann eventuell nochmal wieder. Ich weiß nicht, wie viele Stunden mir noch bleiben, wie viele Stunden ich noch spielen kann. Ich glaube nicht mehr allzu viel. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Parts hin. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.